Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Honor Rising, der ersten Großveranstaltung von Ring of Honor. Unsere erste, ja, wichtigste Großveranstaltung, wo wir auch zum allerersten Mal heute die Champions, ja, die Champion-Titel vergeben werden. Alle Turnierfinals stehen fest, alles sind Titelmatches, alle Titel sind nach diesem Pay-Per-View im Rennen und ab jetzt werden wir es so machen, dass die Pre-Shows ebenfalls in das Ranking-System mit reinzählen. Das heißt, die Pre-Show-Matches, wir werden ja immer zwei Pre-Show-Matches haben und ein Nightmare-Factory-Match. Das Nightmare-Factory-Match läuft außen vor, ja, das hat keine Auswirkung auf irgendwelche Rankings, das ist einfach nur, um den Talenten eine Bühne zu bieten. Aber die anderen Pre-Show-Matches, sowie das, was wir jetzt hier sehen, Bear Country gegen Toby Farley und Shane Mercer, das ist, ich würde mal sagen, das sind leicht verdiente Punkte für Bear Country. Das wird übrigens auch nicht mehr vorkommen. Das war aus Versehen. Es ist kompliziert, warum das so ist. Aber ich hatte Toby Farley und Shane Mercer bereits engagiert für diesen Kampf. Und dummerweise sind wir in Hawaii, wie wir sehen. Und Hawaii war auch nicht geplant. Ja, es ist etwas blöd, weil alles verschiebt sich gerade ein bisschen zeittechnisch und somit auch die Reihenfolge, wie ich aufnehme. Und es ist hochkompliziert. Also Raketenwissenschaft ist nichts dagegen. Und deshalb muss ich mir jetzt sogar kurz aufschreiben, dass wir gerade Hawaii austesten für Ring of Honor. Das war nicht geplant übrigens, dass das Hawaii ist. Eigentlich sollten wir in Midwest veranstalten. Wir veranstalten jetzt aber in Hawaii, weil es nun mal so ist. So, aber das soll euch auch gar nicht interessieren. Das ist nur für mich wichtig. Für euch, ja, ist es nicht so ausschlaggebend, warum und wieso das jetzt nun mal so ist. Aber wir hatten sie bereits quasi gebucht für diesen Abend und deswegen haben wir es jetzt auch einfach ausgenutzt. Bear Country kann hier natürlich nach 10 Minuten und 3 Sekunden den Sieg holen. Bear Balder ist derjenige, der Toby Farley hier besiegen kann. Toby Farley nur eine 17, Shane Mercer immerhin eine 27. Bear Balder mit einer 83, er macht hier auf jeden Fall zu Recht den Pin. Und Bronson mit einer 78. Starke Leistung von Bear Country, verdiente 2 Punkte für Bear Country. Aber das ist das einzige Match, was jemals gegen irgendwelche Local Talents stattfinden wird. Es sind wahrscheinlich auch die letzten Local Talents, die überhaupt gebookt werden, weil wir jetzt ernstzunehmende Pre-Show-Matches haben, die ins Ranking-System mit reinzählen. So, das hörte sich jetzt sehr viel komplizierter an. Für euch ist es gar nicht kompliziert, für mich ist es schon sehr kompliziert, aber wir kriegen das hin. Und wir haben natürlich noch ein weiteres Pre-Show-Match und da gehen wir jetzt auch rein. Women's Action und daran erkennen wir, dass wir ernste Matches haben und das ist sogar ein sehr gutes Match. Eine 78 wäre für den Pay-Per-View vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Es ist aber nur ein Pre-Show-Match. Cedar Zhang gegen Trish Adora und hier geht es um 2 Punkte. Das meine ich. Das ist ein wichtiges Match, ist aber nur auf der Pre-Show-Card, beziehungsweise könnte man sagen, das ist so das, was bei All Elite Wrestling und so die Zero Hour ist. Das, was vor dem Pay-Per-View immer so ein, zwei Matches, die man sich for free angucken kann und für den Rest musst du halt den Pay-Per-View kaufen. Das könnte man sagen, bei Pay-Per-Views ist es die Zero Hour und bei den TV-Shows ist es halt die Pre-Show. Cedar Zhang schafft es hier nach 10 Minuten, die gute Trish Adora zu besiegen. Cedar Zhang 80, Adora 78, 78er Gesamtrating. Fantastisches Match, hätte dem Pay-Per-View bestimmt auch nicht geschadet, aber es ist nur eine Zero-Hour-Begegnung gewesen. Tja, so kann es gehen, aber für die beiden ist es trotzdem wichtig gewesen, vor allem wichtig für Cedar Zhang, denn die bekommt 2 Punkte im Ranking. Ja, auch das natürlich immer wichtig, da sieht man auch immer so eine Tendenz, welche Dame denn vielleicht gerade die Nase vorn hat und vielleicht schon mal zwischendrin eine Titelchance verdient hat. Ja, sie rutscht dann aber natürlich nicht in der Reihe nach hinten, sondern sie behält ihre Punkte. Am Ende wird nämlich erst abgerechnet. Wir machen weiter mit unserem Nightmare Factory Match, was wir trotzdem immer drin haben werden.
Und da haben wir diesmal Leon Slater gegen Kid Bandit. Slater eine 49, Kid Bandit eine 48. 15 Minuten Zeit bekommen die natürlich, die sollen ja ein bisschen glänzen hier. Und Leon Star kann hier gewinnen. 49er Gesamtrating, das ist jetzt nicht so das krasse Match. Aber es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Also schon ganz gut. Und Leon Slater darf hier bei Honor Rising glänzen. Und jetzt geht es los mit unserer Großveranstaltung. Mit unserer allerersten Großveranstaltung. Und die wird natürlich von Jeff Jarrett und Maria Kanellis eröffnet. Warum auch nicht? Ja, die beiden dürfen es sich erlauben. Und wir erinnern uns ein bisschen zurück an die Dynamite letzte Woche. Und was heißt letzte Woche? Diese Woche, aber vor ein paar Tagen die Dynamite-Ausgabe. Und da haben wir es nämlich wieder mit der Aufnahme. Denn das, was ich jetzt erzähle über Dynamite, habe ich noch gar nicht aufgenommen. Ihr habt es aber schon gesehen. Ja, deswegen ist es für mich etwas komplizierter, damit ich mich hier nicht verplapper und gegebenenfalls irgendwas rausschneiden muss. Oder noch dümmer, ich vergesse irgendwas rauszuschneiden und verplapper mich. Es gab ein Treffen im Backstage-Bereich zwischen Tony Khan, Jeff Jarrett und Maria Kanellis. Was hinter verschlossenen Türen passiert ist, haben wir natürlich nicht mitbekommen. Das wissen wir nicht. Aber sie verkünden es hier sehr, sehr stolz, denn sie haben einen Deal mit Tony Khan geschlossen, beziehungsweise es war Tony Khans Idee. Es ist nicht ihre Idee gewesen, sondern das Ganze ging von Tony Khan aus. Denn wir werden heute zwei Wildcard Battle Coliseum 4-Way Matches haben. Einmal bei den Frauen, ja, ein 4-Way Match bei den Frauen und ein 4-Way Match bei den Männern. Der Sieger und die Siegerin werden von Ring of Honor entsendet für unseren Battle Coliseum Pay-Per-View, der übrigens nächste Woche Mittwoch schon ist. Ja, also Dynamite wird nicht kommen. Für Dynamite wird dann die Großveranstaltung Battle Coliseum stattfinden. Eine fantastische Großveranstaltung, wo wir uns die Battle Coliseum Matches, für diejenigen, die noch nicht dabei waren, es ist nicht umsonst einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste Pay-Per-View. Wir werden die Battle Coliseum Matches simulieren lassen mit WWE 2K24. Wenn alles gut geht, es steht noch ein bisschen auf der Kippe, weil mir noch der ein oder andere Wrestler fehlt, der noch von der Community hoffentlich kreiert wird, bis ich die Aufnahme mache. Und dann werden wir mit WWE 2K24 die Battle Coliseum Matches, also ja, die 60-Mann Royal Rumbles sind es eigentlich, Battle Royals, Royal Rumbles, zwei Stück bei den Männern, zwei Ringe werden aufgebaut. Die beiden Sieger werden in der Woche danach bei Dynamite aufeinandertreffen. Der Sieger bekommt eine Titelchance. Und bei den Frauen wird es nur einen Ring geben und nur ein Royal Rumble sozusagen. Und weil wir einfach nicht so viele Frauen haben im Roster. Und die Siegerin wird natürlich direkt eine Titelchance bekommen. Da wird es kein finales Match mehr geben. Und bei den Männern werden wir es wie immer machen, dass wir so ein bisschen zwischen den Ringen hin und her schalten. Was passiert in Ring 1, was passiert in Ring 2 und am Ende haben wir dann unsere beiden Sieger. Und in diesem Fall wird es so sein, dass Ring of Honor jeweils eine Frau und einen Mann zu Battle Coliseum senden kann und der darf dann bei Battle Coliseum mitmachen. Und eine Besonderheit, sollte der Ring of Honor Kandidat oder die Kandidatin das Match für sich entscheiden und tatsächlich Battle Coliseum gewinnen, was ja nicht unmöglich ist, dann wird er weiterhin als Wildcard behandelt und bekommt einen All Elite Wrestling World Title Shot oder eben Women's Title Shot und die Wildcard gilt, solange der Ring of Honor Wrestler, Wrestlerin, ja, den Title Shot hat, also den Title Shot hat er ja sowieso sicher und sollte er Champion werden, auch das ist nicht ausgeschlossen, gilt diese Wildcard, solange er Champion oder sie Champion ist. Bedeutet aber auch, sobald der Titel verloren wird, geht's wieder ab, zurück zu Ring of Honor. In der Zwischenzeit darf man bei beiden Shows antreten, der All Elite Wrestling Titel allerdings darf nur bei den All Elite Wrestling Shows und Pay-Per-Views natürlich
verteidigt werden. Der darf nicht einfach mitgenommen werden zu Ring of Honor. Wir werden hier nicht zulassen, dass All Elite Wrestling Titel auf einmal bei Ring of Honor verteidigt werden und andersrum. Nein, nein, so ein Durcheinander wird es nicht geben. Deswegen gibt es hier die Wildcard Matches und wir werden sehen, wer sich heute qualifizieren kann. Auch das war wieder sehr viel Gelaber, aber das muss sein. Ihr müsst ja wissen, was hier gerade richtig angekündigt wird. Und das sind zwei weitere fette Pay-Per-View-Matches, auf die wir uns freuen können. Aber wir wollen loslegen mit unserem Opener. Und dort geht es direkt um den ersten Titel. Das erste Turnierfinale. Und es geht um den Television-Title, wenn ich mich nicht täusche. Und so ist es auch. Austin Draven gegen O'Shea Edwards. Und Junge, Junge, die haben auf jeden Fall ordentlich Bock, hier beim Pay-Per-View abzureißen. Dummerweise sind wir in Hawaii. Aber wir müssen dazu sagen, es ist unser allererster Pay-Per-View in Hawaii überhaupt. Es ist noch nie eine Pay-Per-View-Show in Hawaii gewesen. Das ist auch eine Besonderheit. Und wir sehen hier 86 bei Austin Draven, der ehemalige Luchasaurus, gegen O'Shea Edwards mit einer 91. Beide fantastisch. Leider nur eine 82. Hawaii, oh mein Gott. Ich ärgere mich jetzt schon, dass wir in Hawaii sind. Das sollte eigentlich nicht so sein. Und es war auch, ich habe es auch anders eingestellt. Aber es zählte nicht mehr. Weil wir an diesem ominösen Tag wie heute zwei Shows am selben Tag hatten. Und die erste war in Hawaii und die zweite muss dann auch in Hawaii sein. Fragt mich bitte nicht, warum es so dumm geregelt ist. Aber es ist leider so. Und ja, ist natürlich ein absolutes Banger-Match zwischen den beiden. Sehen wir hier auch Superb Wrestling, Great Heat, also großartige Reaktionen. Und O'Shea Edwards kann sich nach 12 Minuten und 7 Sekunden durchsetzen und wird damit unser allererster Ring of Honor World Television Champion. O'Shea Edwards mit einer 91er Performance hat sich selbst übertroffen in diesem Opener. Fantastische Leistung. Aus der Nightmare Factory zu Ring of Honor gekommen und nicht nur das Turnier gewonnen, sondern auch Champion geworden. 82er Rating ist für einen Opener natürlich tipptopp, ja, aber von den Wertungen hier, ne, also von der In-Ring-Performance, ja, da ist es schon sehr weit weg von unserer Minimalleistung von 86. Aber als Opener würde ich sagen, ist das immer noch ein toller Wert. Trotzdem, wir werden sehen, wo das Ganze hingeht. Nichtsdestotrotz, O'Shea Edwards, herzlichen Glückwunsch natürlich zum Titelgewinn. Austin Draven, der Luchasaurus, ja, er ist zu Ring of Honor gewechselt, um durchzustarten und er hat haarscharf seine Chance verpasst. Sehr, sehr bitter natürlich für Austin in diesem Fall, aber das schmälert natürlich keineswegs den Sieg von O'Shea Edwards. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und das ist ein 82er Segment und da haben wir Jeff Jarrett, Sammy Guevara und Claudio Castagnoli. Und wir sehen, dass Sammy und Claudio im Backstage-Bereich am Streiten sind. Ja, der eine will das Match, der andere will es ihm nicht geben, hin und her. Die ärgern sich wieder, schreien sich an und Jeff Jarrett hat die Schnauze langsam voll. Es reicht ihm und er sagt, ey, pass auf, ihr zwei, ja, ihr zwei werdet schon mal handpicked von mir. Ihr werdet heute Abend gegeneinander antreten, aber nicht one-on-one, ja, sondern ihr werdet Teil des Four-Way-Matches, des Four-Way-Wildcard-Matches sein für Battle Coliseum. Und damit steckt er die beiden einfach mal kurzerhand in das Four-Way-Match, was wir später am Abend noch sehen werden. Sammy Guevara und Claudio Castagnoli wirken erstmal zufrieden mit dem Ganzen, danach streiten sie aber trotzdem weiter und Jeff Jarrett schüttelt nur den Kopf und geht dann weg von den beiden. Aber wir haben schon mal zwei Teilnehmer für heute Abend, 82er Gesamtrating. Boah, hätte auch ein bisschen besser sein können, aber immerhin das beste Segment bis jetzt. Und wir gehen in das nächste Match. Und das Match ist ein Number One Contender Match. Das war ja bereits angekündigt. Ein Tag Team Number One Contender Match. Das heißt, egal wer heute Champion wird, entweder werden die Mercenaries heute den Titel gewinnen im Finale oder La Faction Igor Bernable werden den Titel gewinnen. Egal wer es schafft, der Gegner wird bereits in diesem Match hier ermittelt. Der Nummer 1 Herausforderer steht schon fest, bevor der Titel überhaupt vergeben wird. Wir haben die Hooligans,
Zack und Roy Knight. Wir haben den Gun Club mit Colton und Austin Gunn, natürlich begleitet von Billy Gunn, SCU, Christopher Daniels und Frankie Kazarian, sowie die Good Brothers, die sich hier mit reingesneakt haben. Und ja, wir gucken einfach mal. Zack Knight mit einer 76, Roy Knight mit einer 79, Colton mit einer 81, Austin Gunn 74, Frankie Kazarian 72, Christopher Daniels 70. Oh ja, das ist schon leider ein bisschen weit unten. Carl Anderson dann mit 81 und Luke Gallows, der beste Mann aber an diesem Abend hier in diesem Match, mit 87. Wir sehen, dass Luke Gallows von einem neuen Move profitiert. Das erklärt, warum er hier die beste In-Ring-Performance gezeigt hat. Luke Gallows und Carl Anderson in der tollen Chemie, genauso wie Daniels und Kazarian. Alles in allem ist das aber eine okaye Leistung. Das ist jetzt kein bahnbrechendes Match. Ich finde, diese 80 geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Wir haben einen, der heraussticht nach oben. Wir haben aber auch zwei, die nach unten auch rausstechen. Also alles in allem ist das schon eine positive Wertung. Die erste, würde ich sagen, war nicht so stark. Die hier ist aber voll in Ordnung. Und nach 14 Minuten 42, also auch sehr, sehr viel Zeit bekommen, dieses Four-Way-Match, also ein weiteres Four-Way-Match. Da habe ich gar nicht dran, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wir haben ein Four-Way Tag Team Match, ein Four-Way Women's Match und ein Four-Way Männer Match. Gar nicht mal so schlecht. Schönes Match und die Hooligans setzen sich durch. Zack Knight kann am Ende des Tages Christopher Daniels pinnen und damit sind die Hooligans die Nummer 1 Herausforderer auf den Tag-Team-Titel von Ring of Honor. 80er Gesamtrating, schönes Turniermatch, schönes Pay-Per-View-Match, cool, dass die alle dabei sind. Ist ja auch immer wichtig, viele Leute dabei zu haben, damit die auch schön zufrieden sind. Und ich glaube, die Hooligans sind sehr zufrieden. Das hier ist noch ein alter Titel, der hat natürlich hier nichts mit Ring of Honor zu tun, aber er kann ja schon mal Probe tragen. Also so würde das aussehen, wenn die Hooligans Champion sind mit dem All-Elite-Titel. Ja, habt ihr schon mal einen visuellen Eindruck. Aber wir müssen natürlich noch gucken, wer das Ganze gewinnt. Erstmal geht es aber weiter in ein Segment, wo Thunder Rosa nicht so gut aussieht. Aber wir haben Maria Kanellis bei Thunder Rosa und Chris Statlander. Und sie beglückwünscht einfach beide Damen hier, um sich natürlich nichts vorwerfen zu lassen. Sie beglückwünscht beide. Und ja, toll, dass ihr im Finale seid. Liefert ab. Ja, macht der Women's Division alle Ehre. Ich weiß, ihr habt das Zeug dazu und ich glaube, Thunder Rosa gegen Chris Statlander, das kann auf jeden Fall hier bei diesem Pay-Per-View noch abreißen. Auch wenn Thunder Rosa hier ja im Segment nicht ganz so stark ist. 78er Gesamtrating ist jetzt auch nicht überkrass, aber noch im Rahmen. Und ja, let's go, ne? Pay-Per-View zum Pay-Per-View-Finale. Wir dürfen gespannt sein. Nicht nur, wer Women's Champion wird bei Ring of Honor, sondern auch, können sie dem Druck standhalten, dass die gesamte Division quasi auf ihren Schultern lastet? Wir werden im Laufe des Abends darüber natürlich in Kenntnis gesetzt. Wir machen weiter mit unserem nächsten Match. Und da haben wir jetzt endlich das Tournament-Finale der Tag-Team-Titel. Wir haben bereits die Herausforderer, die Hooligans, aber wer wird Champion? Die Mercenaries gegen La Faction Igor Bernable und da haben wir Cody Hall mit einer unfassbaren 97, Bad Bones mit 93, Andrade nur 79 und Rouge mit einer 83. Das ist natürlich trotzdem wieder katastrophal bewertet worden. Aber was für eine Leistung von den Mercenaries hier. In-Ring-technisch allererster Bonheur, aber reicht es auch für den Titel? Ja, wir schauen hier auf ein gutes Wrestling-Match, großartige Reaktionen. 12 Minuten 22 dauert das Ganze und Cody Hall schafft es, Andrade El Idolo mit dem Razor's Edge, also mit dem Finisher seines Vaters, zu besiegen, zu pinnen und damit sind die Mercenaries unsere ersten Ring of Honor Tag Team Champions. Und damit steht natürlich auch fest, dass die Mercenaries auf die Hooligans treffen. Und da haben wir dann auch ein echtes Brawling-Match. Also die Hooligans heißen nicht umsonst Hooligans, die brawlen sich ganz gerne. Und Cody Hall und Bad Bones, die können natürlich auch ordentlich zuhauen.
Ja, leider wieder ein bisschen schade, die Wertung nicht ganz so stark, 81 nur. Auch das hätte mit Sicherheit besser bewertet werden müssen. Ist es aber nicht, machen wir uns hier nicht lange den Kopf drüber. Ring of Honor Tag Team Champions sind hier die Mercenaries. Also wir haben O'Shea Edwards, der von der Nightmare Factory komplett durchgestartet ist bei Ring of Honor. Wir haben die Mercenaries, die, sagen wir mal, die gut waren. Ja, die wirklich gut waren bei All Elite Wrestling, die auch viele Möglichkeiten hatten, auch Titelchancen hatten, aber da konnten sie es nicht nutzen. Bei Ring of Honor gleich Tag Team Champions geworden. Also, ich weiß nicht, ist es ein Downgrade? Also von der Erfolgschance nicht. Hier haben sie, irgendwie passen sie einfach besser gerade aktuell zu Ring of Honor. Müssen wir einfach festhalten. Ich glaube nicht, dass Ring of Honor qualitativ großartig schlechter ist oder besser ist. Ja, ich glaube, es ist einfach anders. Und dieses andere, diese Veränderung hat das Team einfach gebraucht. Und das reicht hier, um Tag Team Champions zu werden. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Und da haben wir schon wieder Maria Kanellis. Und sie sagt, dass sie den jüngsten Damen hier bei Ring of Honor die Chance geben will, bei Battle Coliseum dabei zu sein. Also, sie will nicht irgendwelche Veteraninnen oder irgendwelche gestandenen Superstars schon dorthin schicken, sondern sie geht einfach danach und sagt, die Unerfahrensten, die aber mit dem größten Potenzial hier bei Ring of Honor sind, die sollen heute Abend in einem Four-Way-Match aufeinandertreffen und die Siegerin wird beim Battle Coliseum teilnehmen. Und da haben wir zum einen Billy Starks, natürlich, die jüngste, sie ist 19, also wirklich sehr, sehr jung. Ich weiß nicht, ich habe es mir auch, irgendwo habe ich mir das sogar aufgeschrieben. So, hier habe ich's. Billy Starks ist 19 Jahre jung. Ist natürlich die jüngste im Bunde und damit auch gesetzt. Die zweitjüngste ist Sky Blue mit 24 Jahren. Dann haben wir Eufy Valkyrie mit 27 Jahren und Maki Ito mit 28 Jahren. Wir hatten übrigens zwei oder sogar drei Damen mit 28 und eine, die auch 28 war im Spiel, aber eigentlich über 30 ist in Wirklichkeit. Das Alter habe ich natürlich angepasst und somit ist Trish Adora nicht dabei. Die ist nämlich schon Ü30. Das war, eigentlich war sie mit im Rennen und wäre vom Geburtsdatum her sogar vor Maki Ito gewesen. Das heißt, Trish Adora ist nur rausgeflogen, weil ihr kleiner Betrugsversuch aufgeflogen ist. Sie ist nämlich Ü30 und Maki Ito ist 28 und deswegen die jüngste 28-jährige Maki Ito. Diese vier Damen werden also in einem Four-Way-Match aufeinandertreffen und die Siegerin wird nicht nur im Ranking natürlich zwei Punkte bekommen, sondern auch zu Battle Coliseum fahren. Und das ist natürlich eine Ehre, Ring of Honor vertreten zu dürfen in einem prestigeträchtigen Match bei All Elite Wrestling, aber es ist auch eine riesige Chance für eine junge Dame. 77er Rating. Für mich persönlich hätte das mehr verdient, aber so ist es halt. Und die Jüngsten hier, abgesehen von Maria Kanellis in dem Fall hier, aber ne, Billy Starks und Sky Blue mit den positiven Eindrücken hier in diesem Segment. Nehmt euch ein Beispiel, ihr anderen zwei. Wir machen weiter mit In-Ring-Action. Und da haben wir das Women's Title Finale, Chris Statlander gegen Thunder Rosa. Chris Statlander mit einer 80, Thunder Rosa 83, insgesamt 81. Das ist noch auf jeden Fall im grünen Bereich von der Bewertung her. Und wir sehen auch von der Leistung her, das passt schon. Die haben dem Druck standgehalten, die beiden Damen. Chris Statlander und Thunder Rosa in einem Superb Match kann sich am Ende Chris Statlander durchsetzen. Nach 12 Minuten und 12 Sekunden mit dem Area 451 und damit wird sie den Women's of Honor Title tragen dürfen. Die erste Women's Championess also, Chris Statlander. Ja, sie wurde gefördert, sie wurde gefordert und sie hat auch dem Druck standgehalten aus dem Lockerroom. Nicht nur, dass hier die ganze Last der Women's Division auf den beiden lag, sondern
Chris Statlander hat ja auch ordentlich Gegenwind bekommen aus der Umkleidekabine und musste sich da Vorwürfen stellen und alles Mögliche. Und dann wurde sie ein bisschen gemobbt und schikaniert, ne? Teacher's Pet und solche Sachen. Wir erinnern uns, sie hatte keine leichte Zeit, aber sie krönt ihre Zeit hier bei Ring of Honor. Bei All Elite Wrestling hat es nicht gereicht zum Titel. Dann wurde sie verletzt. Ja, da war sie verletzt, ist ausgefallen. Dann ist sie, glaube ich, sogar schwanger geworden, ist nochmal richtig lange ausgefallen, also über 9 Monate weg. Und ja, mittlerweile ist sie wieder zurück, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht und ist wieder körperlich topfit und Women's Champion bei Ring of Honor. Was für ein Werdegang von Chris Statlander. Für Thunder Rosa nicht so gut gelaufen. Ja, also im Finale ja, mega gut. Aber auch sie hat es bei All Elite Wrestling nicht zur Women's Championess geschafft und scheitert auch hier bei Ring of Honor, zumindest im ersten Versuch. Kann passieren. Ja, Mund abputzen, weitermachen ist leicht gesagt, aber sie wird sich davon erholen. Wir machen weiter. Nächstes Segment und da haben wir ja Jacob Fatu im Backstage-Bereich gegen Noelle Foley, wollte ich schon sagen. Das wäre ein bisschen unfair. Mit Noelle Foley natürlich im Backstage-Bereich. Und er sagt, ey, kein Pay-Per-View ohne mich. Er ist ja nicht Teil des Turniers. Er ist im Viertelfinale, glaube ich, schon rausgeflogen gegen Alexander Hammerstone, das vorweggenommene Finale. Und ist eigentlich nicht auf der Card, aber er sagt, ey, Eddie Edwards, treib deinen Schrott auf. Ja, egal wo du ihn hernimmst, hol deinen bescheuerten Einkaufswagen mit deinen Gegenständen, bring ihn her, ja, beweg dich sofort hierher in den Backstage-Bereich und dann zeigt er schon so zu Noelle Foley, dass sie verschwinden soll und sie geht dann auch, ja, also er ist da auch eher grob und macht so diese abwertende Geste, so verpiss dich, ja, hier wird's jetzt gleich ein bisschen brutal, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ja, er fordert ihn quasi zu einem Hardcore-Match heraus, jetzt sofort an Ort und Stelle. Und wir sind im Backstage-Bereich und Eddie Edwards lässt sich das natürlich nicht lange sagen. Und dann kommt er auch zum Ring, zu der Stelle im Backstage-Bereich. Wir haben nämlich ein Backstage-Brawl an dieser Stelle. Die beiden gehen nämlich nicht in den Ring, sondern prügeln sich durch den Backstage-Bereich und ja, wir sehen hier ein Hardcore-Match. Jacob Fatu gegen Eddie Edwards. Eddie Edwards ist ja die ganze Zeit schon so zugange, dass ja, Hardcore-Matches würde er gerne mal wieder machen, aber die heutige Zeit, die Leute sind zu weich geworden und sowas. Jacob Fatu ist nicht zu weich geworden. Der hat richtig Bock und das sehen wir auch an seiner 92er In-Ring-Performance, obwohl sie nicht In-Ring sind. Und Eddie Edwards mit einer 79 gar nicht mal so gut, obwohl sie eine gute Chemie haben, ist das hier doch sehr weit auseinander und auch nur eine 77. Auch das ist natürlich wieder absolut katastrophal bewertet worden. Das ist mal locker eine 85, aber gut. Ich sag ja, da halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück, weil wir wollten auch gar nicht in Hawaii sein. Hawaii wird, Stand jetzt wird es auch komplett gestrichen von der Landkarte. Also da werde ich keine Veranstaltung stattfinden lassen. Aktuell. Ich glaube auch nicht, dass ich All Elite Wrestling überhaupt ausprobiere. Also wenn Ring of Honor schon so weit weg von den Bewertungen ist, die ich mir vorstelle, dann wird All Elite gar nicht getestet und es wird einfach komplett gestrichen. Da wird vielleicht mal die ein oder andere, warum mache ich eigentlich immer hier, das ist klein, wird die ein oder andere Dark-Ausgabe vielleicht mal stattfinden. Aber ansonsten wird man uns in Hawaii nicht mehr sehen und in Puerto Rico übrigens auch nicht. Ist auch so ein Territorium, was nicht wirklich gut funktioniert. Wobei Puerto Rico vielleicht noch besser funktioniert als Hawaii. Nichtsdestotrotz dauert das Match 12 Minuten 28, also das ist ein ordentlich langer Brawl im Backstage-Bereich und Jacob Fatu schafft es dann irgendwann von einem Gerüst herunter den Best Moonsault ever zu landen, durch ein paar Tische, wo noch anderes Zeug drauf liegt, also es gibt fast eine Explosion aus irgendwelchen Gegenständen, in denen dann Jacob Fatu landet und den Sieg nach Hause bringt, also ein Sieg für den Samoan Squad hier gegen Eddie Edwards. Also die beiden haben sich nichts geschenkt, aber es wurde trotzdem leider nicht so gut bewertet. Wir machen weiter mit dem nächsten Segment und da haben wir Jeff Jarrett
und der ist bei Miro. Ja, also wir müssen, also wir dürfen hier diese Wertungen nicht mit irgendwelchen vernünftigen Standorten vergleichen. Den Fehler dürfen wir auf keinen Fall machen. Hawaii ist absolut nicht das, was wir brauchen, aber man muss zumindest festhalten, dass hier 26.000 Leute in der Halle sind. Das ist auf jeden Fall eine gut besuchte Show. Finanziell wird das ein Erfolg, das weiß ich jetzt schon. Finanziell wird dieser Pay-Per-View auf jeden Fall ein Erfolg. Ratingtechnisch wird das wahrscheinlich sogar gegen die normalen TV-Shows abstinken. Also Stand jetzt ist das hier noch nichts Besonderes von den Ratings her, aber finanziell wird es auf jeden Fall gut werden. Ja, und natürlich freut er sich, dass er zurück ist, freut sich über den Einzug ins Finale von Miro. Er hat ja lange genug das Ganze herausgezögert, damit er auch ja fit genug ist. Und er ist fit genug heute Abend im Main Event auf den guten Alexander Hammerstone zu treffen. Der Schützling von Jeff Jarrett, der Schützling von Maria Kanellis, wurde Women's Champion. Könnte ein gutes Omen für Miro sein, wo es ja in Real Life nicht ganz so gut läuft, ne? Seine Ehe, Game Over, sollten die Berichte stimmen, ist er nicht mehr mit Lana, a.k.a., naja, mit CJ Perry, a.k.a. Lana zusammen. Und ja, diese Ehe hat... Ja, im verflixten 7. Jahr ist diese Ehe zu Bruch gegangen. Sehr schade. 79er Rating in diesem kurzen Segment und wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und da haben wir das, wow, ist das schlecht bewertet, das Four-Way-Match der Männer um den Battle-Coliseum-Platz, das Wildcard-Match. Und wir sehen natürlich nicht nur Sammy Guevara und Claudio Castagnoli, sondern auch Takeshita und Rob Van Dam, die ebenfalls noch sich dazugesellen. Takeshita hatte keinen guten Abend leider, sehr, sehr bitter. Sammy Guevara 93, Claudio Castagnoli 77, Takeshita trotzdem mit einer 79 und Rob Van Dam mit einer 83. Und die schlechteste Wertung ist von Castagnoli eine 77 und wir schaffen es trotzdem, das Ganze noch mit 76 zu unterbieten im Overall-Rating hier. Das ist natürlich absolute Panne, aber scheiß drauf, Wildcard. Ja, es geht um die Wildcard, es geht um einen Riesenerfolg und den holt sich Konosuke Takeshita. Nach 14 Minuten 49 schafft er es nämlich mit dem Touchdown, den guten Rob Van Dam zu pinnen. Sammy Guevara rettet hier das Match, ja gerettet hat er mal gar nichts, es ist super scheiße gewesen, aber nur vom Rating her, die In-Ring-Performances waren okay. Ich würde sagen, wenn ich hier das mir so angucke, wäre ein faires Rating, also 76 ist ja eine Katastrophe, schlechtestes Match des Abends, wird im Leben niemals passieren, ja, aber sagen wir mal, ein faires Rating, das wäre schon so eine 83. Ja, 82, 83, damit könnte ich leben. Damit könnte ich leben, aber 76 ist natürlich furchtbar. Ja, Konosuke Takeshita setzt sich durch nach 14 Minuten 49, die haben also richtig lange Zeit bekommen. Sammy Guevara herausragend gut und vor allem wurde Rob Van Dam gepinnt. Das heißt, Sammy Guevara und Claudio Castagnoli können sich nicht mal wirklich die Schuld zuweisen und das irgendwie dem anderen in die Schuhe schieben. Nein, nein, sie waren nicht mal beteiligt in diesem Four-Way-Match. Takeshita hat einfach Rob Van Dam gepinnt. So einfach kann es gehen und damit steht fest, dass wir Konosuke Takeshita bei Battle Coliseum sehen werden. Sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Ja, man darf natürlich gespannt sein, in welchem Ring taucht er auf und mit welcher Nummer taucht er auf. Ja, er kann natürlich als 30. auftauchen und hat dann Riesenchancen, das ganze Ding zu gewinnen. Aber warten wir mal ab. Wir haben auch schon viele gesehen, die reingekommen sind, frisch und irgendwie nach ein paar Sekunden schon wieder rausgeflogen sind, weil irgendjemand einen Finisher hatte und den dann mit dem Finisher rausbefördert hat und solche Geschichten. Also wir haben schon richtig, richtig geile Battle Coliseum Matches gehabt. Die haben immer Spaß gemacht. Also keine Frage, die Matches haben immer gebockt und ich bin auch ein bisschen heiß drauf. Ich habe Bock auf den Pay-Per-View, aber wir müssen natürlich erstmal unseren prestigeträchtigen ersten Ring of Honor Pay-Per-View zu Ende bringen, mit dem nächsten Segment am besten.
Und da haben wir einen Interviewversuch. Ja, Versuch die zweite. Noel Foley ist schon bei Jacob Fatu mehr oder weniger gescheitert. Und sie scheitert hier auch. Sie möchte ein Interview mit Brock Lesnar und Samoa Joe führen, die heute Abend im Special Referee Match aufeinandertreffen werden, wo Sylvester Stallone, kein geringerer als Sylvester Stallone, wird der Special Guest Referee sein. Und sie will natürlich jetzt hier ein paar Stimmen einfangen, hat aber keine Chance. Nein, nein, sie wollte das Interview haben, aber die beiden nehmen das komplette Set auseinander. Sie schubsen sich, dann fliegen die ersten Fäuste, Scheinwerfer kippen um, das Mikro kippt um. Ja, Noel Foley springt auch aus dem Weg, Sicherheitskräfte sind sofort da. Auch da werden 1, 2, 3, 5 Leute umgehauen. Ja, da sind aber genug, um die beiden in Schach zu halten. Und wir merken, ey, es braucht wirklich Sylvester Stallone. Es braucht Rambo, es braucht Rocky, um die beiden auseinanderzuhalten. Und das wird natürlich in unserem Co-Main-Event passieren. Wir machen erstmal weiter. Ich glaube, es ist an der Zeit. Ah, ich weiß gar nicht. Doch. Ich glaube, wir haben das nächste 4-Way-Match, oder? Genau, das 4-Way-Match der Damen. Und hier bin ich nicht böse, ist natürlich trotzdem zu schlecht bewertet, aber hier ist mir klar, dass wir kein Wunder erwarten sollten. Das sind 4 junge Frauen, die auch noch hier in Hawaii aufeinandertreffen, wo sowieso die Wertungen eher schwach sind. Eufy Valkyrie mit einer 78, Billy Starks 76, Maki Ito 79 und Sky Blue 72. Wir wissen schon aus Erfahrung, dass alle von denen etwas besser sind, als es hier aussieht. Maki Ito hat sogar einen schlechten Abend erwischt, trotzdem eine 79, trotzdem die Beste im Ring und insgesamt eine 74, das ist natürlich eine Schande und auch nicht fair bewertet. Also ein faires Rating wäre hier vielleicht eine 75, 76, ja eher eine 76, ne? 2 hohe Wertungen und eine, die ein bisschen reinkackt, naja. Ich würde sagen, 76 wäre eine okaye Wertung hierfür. Wir bekommen nur eine 74. Sie sieht schlechter aus, als sie eigentlich ist. Sie ist trotzdem noch nah dran. Das ist eine okaye Wertung, mit der ich leben könnte, wenn sie nicht so niedrig wäre. Aber, naja, so ist es halt. Sky Blue kann sich nach 14 Minuten 43 durchsetzen und Maki Ito pinnen. Die hat keinen guten Abend erwischt und das zeigt sich natürlich auch darin, dass sie hier die Niederlage einstecken muss. Sky Blue also holt sich 2 Punkte im Ranking und wird beim Women's Battle Coliseum dabei sein. Sky Blue steht fest. Für Billy Starks, Eufy Valkyrie und Maki Ito ist das sehr, sehr bitter natürlich, aber Sky Blue, die freut sich richtig und diesmal ist Noel Foley zur Stelle und kann auch endlich ein Interview führen mit Sky Blue, die einfach nur überglücklich ist, diese Chance beim All Elite Wrestling Pay-Per-View zu bekommen, die überglücklich ist, dass sie auf ganz, ganz großer Bühne schon wieder antreten darf und das zwar und das schon am Mittwoch, das darf man nicht vergessen. Ja, sie hatte jetzt den Pay-Per-View von Ring of Honor und ist direkt im nächsten Pay-Per-View wieder mit dabei bei Battle Coliseum. Also besser könnte es für Sky Blue gar nicht laufen aktuell. 82er Rating, ist es das beste Segment? Das beste oder sogar punktgleich mit einem? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ganz, ganz stark von Noel Foley und Sky Blue an dieser Stelle, die sich einfach nur freut, die einfach nur glücklich ist über die Chance, die sie hier bekommen wird. Und wir machen weiter mit dem nächsten, oh, das ist das beste Segment natürlich, wer hätte es gedacht, Sylvester Stallone mit dem besten Segment, 95er Rating, wir sehen Sylvester Stallone, der Special Guest Referee, der unter tosendem Applaus und Jubel zum Ring kommt, auch in Hawaii ist er natürlich eine absolute Größe, 95er Rating hier in diesem Segment. Gott sei Dank, Sylvester Stallone ist derjenige, der hier mal wirklich ein bisschen Star-Power versprüht. Auf Hawaii scheinen ja nicht alle angekommen zu sein und das heißt, wir werden jetzt den Double Main Event sehen. Das heißt noch 2 Matches, die auf dem Programm stehen und ja, wir starten rein, oder? Brock Lesnar gegen Samoa Joe und die liefern richtig ab. Junge, aber mal Hammer,
91er Rating. Sylvester Stallone, ich sag's euch, der pusht hier alles. Sylvester Stallone ist der Special Referee. Brock Lesnar mit einer 98. Samoa Joe mit einer 80. Also eigentlich nicht mal so krass, Samoa Joe. Die krasse Performance kommt hier von Brock Lesnar. Samoa Joe mit einer guten Performance, aber mehr auch nicht. Aber die 91, sie wird den Main Event in den Schatten stellen, diese Begegnung. Aber natürlich, es wird auch schwierig. Sylvester Stallone macht einen hervorragenden Job und das Match dauert 14 Minuten 45. Also die beiden Fleischbrocken geben es sich auch richtig lange. Und Samoa Joe gewinnt durch Submission im Coquina Clutch. Sylvester Stallone macht die Armprobe bei Brock Lesnar, um festzustellen, dass er ausgechoked wurde. Samoa Joe also mit dem Erfolg über Brock Lesnar. Er ist derjenige, der ihn stoppen konnte. Brock Lesnar ist ja seine ganze Liste durchgegangen, mit wem er es in seiner Karriere sich verscherzt hat und mit wem er nicht klarkommt. Und das wollte er ein für alle Mal bei jedem aus dem Weg räumen. Und bei Samoa Joe, sind wir mal ehrlich, hat es nicht im geringsten funktioniert. Die beiden haben zweimal ein Unentschieden gehabt und einmal gewinnt jetzt hier Samoa Joe. Ein Riesensieg für Samoa Joe natürlich, auch 2 Punkte im Ranking, ist ja ganz klar. Aber was für ein Pay-Per-View-Auftritt, 91, ich bin absolut begeistert davon. Aber absolut. Wir machen weiter mit unserem Main Event. Alexander Hammerstone gegen Miro um den World Title, um den Ring of Honor World Title. Das kann hiergegen nur abstinken. Da sind wir uns, glaube ich, sicher. Auch wenn das natürlich 2 Top-Wrestler sind, aber das mit Sylvester Stallone und dann Brock Lesnar gegen Samoa Joe, wie willst du das toppen? Das wird schwierig. Das hätte eigentlich unser Main Event sein müssen, aber ich finde, dass der World Title, der wichtigste Titel der Liga, einfach in den Main Event gehört. Und da gucken wir jetzt rein. Und es ist immerhin eine 80. Und wenn das nicht so ein Popel-Event hier in Hawaii wäre, dann hätte das auch eine 85 sein können. Wir sehen nämlich Miro mit einer 85er Performance. Ich glaube, das ist seine beste Performance bei Ring of Honor, seit er dabei ist. Alexander Hammerstone 87, die beiden sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau, auf einem sehr ähnlichen Level. Und das Match geht 15 Minuten und 18 Sekunden. Und dann setzt sich Alexander Hammerstone mit dem Nightmare Pendulum durch und ist der erste Ring of Honor World Champion. Der erste, sage ich natürlich immer, der erste seit unserer Übernahme, selbstverständlich. Er ist nicht der erste überhaupt, sondern der erste seit unserer Übernahme. Alexander Hammerstone hat also das geschafft, woran ihm am meisten lag, nämlich dass Jacob Fatu auf keinen Fall den Titel gewinnt. Und am besten natürlich, dass er den Titel gewinnt. Und das schafft er gegen Miro. Unglaublich gut. Tolles Match, toller Main Event, auch wenn es hier von der Wertung her nicht so stark ist. Ich sehe es ja an der In-Ring-Performance. Die war fantastisch. Wir finishen unsere Show. Und wir haben, oha, doch eine 87. Okay, das liegt aber hier zum Großteil am Special Referee Sylvester Stallone und an Samoa Joe gegen Lesnar im Co-Main Event. Ansonsten hatten wir Sky Blue mit 82. Ah ja, Sammy und Claudio und hier Jeff Jarrett hatten auch ein 82er Segment. Ja, also das waren die beiden zweitbesten Segmente sozusagen. Das erstbeste dann Sylvester Stallone. Hammermatch zwischen Joe und Brock Lesnar. Alexander Hammerstone ist World Champion. Jacob Fatu, da haben wir Chris Statlander ist Women's Champion. Die Mercenaries sind Tag Team Champions. Und O'Shea Edwards ist Television Champion. Sehr, sehr nice. Wir müssen natürlich noch unsere Ansprache halten. Und die wird auch besonders. Ich würde ungesehen Brock Lesnar nehmen, wenn er nicht schon im August ausgewählt worden wäre. Er war der beste Mann bei diesem Pay-Per-View, mit Sicherheit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Miro und Alexander Hammerstone haben megamäßig gewrestelt. Beide in unserem Main Event, ja, um das Gesicht von Ring of Honor.
Fand ich persönlich sehr, sehr stark. Ansonsten war Cody Hall war natürlich auch überragend gut. Ich würde aber gerne das komplette Team, wenn, loben. Jacob Fatu, der war auch sehr, sehr stark. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für eine Leistung er hatte, aber er hatte eine bärenstarke Leistung. Sammy Guevara. Leute, wir müssen Sammy Guevara nehmen. Sammy hatte ja auch eine übelst gute Leistung. Thunder Rosa, Chris Statlander, nur um eine Frau zu nehmen, ja, wäre als Frau wahrscheinlich Thunder Rosa die richtige Wahl mit 83, die beste Frau heute Abend. Chris Statlander wäre auch eine gute Wahl, weil sie den Titel gewonnen hat. Aber wir müssen so ehrlich sein, dass Sammy Guevara mit einer 92er In-Ring-Performance es auch einfach verdient hat, hier gelobt zu werden. Und wir sehen, Sammy Guevara und so, die waren ja alle hier noch nicht dabei. Wir machen die Speech. Miro findet das super. Hammerstone findet das super. Sammy Guevara findet das super. Und insgesamt mit einem 87er Pay-Per-View, glaube ich, können wir sogar vom Rating her zufrieden sein. Es wird definitiv ein finanzieller Erfolg sein. Wir haben die Arena, die müsste ausverkauft sein. Wir haben sie voll bekommen. 26.000 Zuschauer live in Hawaii dabei. Er hat zum allerersten Mal ein Pay-Per-View dort abgehalten. Auch das wird natürlich honoriert von den Fans. Merchandise wird sich auch einiges verkauft haben. Und besonders von Sylvester Stallone. Also Merchandise-Seller Nummer 1, Sylvester Stallone diesmal. Alles in allem bin ich mit der Endwertung dann doch zufrieden. Aber die Wertung dazwischen, also während des Pay-Per-Views, oh, war das schon ein bisschen enttäuschend. Bis es dann wirklich mit Sylvester Stallone und dem Match Brock Lesnar, Samoa Joe so richtig gut geworden ist. Also das Finale des Pay-Per-Views hat auf jeden Fall gesessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr am nächsten Freitag dabei seid mit Ring of Honor. Dann geht's da weiter. Die Fallout-Show von Honor Rising. Wir dürfen gespannt sein, was sich da aus diesem Pay-Per-View heraus kristallisieren wird. Und natürlich am Mittwoch nicht vergessen, das nächste große Event steht schon vor der Tür. Battle Colosseum 3. Das wird richtig fett. Und als Teilnehmer feststehen bereits Konosuke Takeshita und Sky Blue von Ring of Honor. Und natürlich alle die, die bereits in der letzten Dynamite-Ausgabe schon bekannt gegeben haben, dass sie Teil von Battle Colosseum sind. Aber da sind noch sehr, sehr viele offene Fragen und auf die können wir uns freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal.